Herzlich willkommen, liebe Motorsportfreunde, zum Pre-Qualifying der Fanatec GT World Challenge powered by AWS. Es ist angerichtet, das erste Rennwochenende des Jahres steht vor der Tür. Wir sind in Frankreich, in Le Castellet, auf dem Circuit Paul Ricard und freuen uns darauf, die nächsten 1 Stunde und 20 Minuten in etwa für Sie da zu sein. Wir, das sind in diesem Fall Sebastian Bauer und Wolfgang Drabiniok. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen und wir haben die besten Wetterbedingungen. Sie sehen, die Streckentemperatur ist auf 37 Grad mittlerweile. Und vor allen Dingen ist jetzt das Pre-Qualifying mit 54 Autos. Und vor allen Dingen zeigt sich auch, wie gewohnt, die Leistungsdichte bei der Fanatec GT World Challenge im freien Training, dass 36 Autos innerhalb einer Sekunde sind. Und da haben wir nochmal die Strecke hier in Le Castellet, Circuit Paul Ricard, knapp 5,8 Kilometer lang mit 54 Autos. Ist das schon eine Hausnummer, vor allen Dingen eine freie Runde zu kriegen? Und wir freuen uns jetzt auf das Pre-Qualifying und vor allen Dingen freuen wir uns ganz besonders, ja, aus deutscher Sicht, dass jemand den Weg von Herbert Motorsport zu uns hier oben nach in die Kommentatorenkabine gefunden hat. Und wem haben wir denn zu Gast, lieber Sebastian? Den lieben Robert Renauer haben wir zu Gast. Und zwar einen der drei Piloten, die den Porsche von Herbert Motorsport pilotieren. Lieber Robert, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und vielleicht gibst du uns direkt mal einen Einblick zum freien Training heute Morgen. Die 2 Stunden, die draußen gefahren wurden. Es war so eng. Ich glaube, 36, 38 Autos innerhalb einer Sekunde. Ich stelle mir das immer noch so vor. Ich mache eine Sekunde die Augen zu und plötzlich sind 36 Autos an mir vorbeigefahren. Wie eng war es denn wirklich? Ja, das stimmt, wie du schon sagst. Erstmal hallo. Hallo auch von meiner Seite. Schön, euch zweimal wieder zu sehen an der Rennstrecke nach so einer langen Winterpause. Wie du schon sagst, war mega eng und ist wieder sehr hochklassiges Starterfeld dieses Jahr zusammengekommen, auch bei uns im Porsche Cup mit über 20 Autos oder 20 Autos. Man sieht, dass alle schon sehr gut aussortiert sind. Wir hatten ja 2 Tage Tests in Porica und das hat sich im freien Training gezeigt. Extreme Leistungsdichte und wird auf jeden Fall spannend heute werden und auch morgen. Wir hatten auch schon im freien Training mal angesprochen, 173 Tage nach dem letzten Aufschlag in Zandvoort. Was macht man in der Winterpause? Gut, unsere Winterpause war mit Sicherheit nicht langweilig. Wir haben das ganze Zeug nach Dubai verschifft und eigentlich schon die letzten Jahre jetzt volles Programm in den Emiraten gehabt. Angefangen mit den Drive 12 Stunden, dann weiter 24 Stunden Dubai und die Asian Le Mans. Es wird nicht langweilig, ne? Ja, es war sehr, 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 sehr anstrengend. Und dann kam natürlich jetzt alles dann erst relativ spät zurück und wurde auch teilweise direkt hier nach Paul Ricard angeliefert am Donnerstag. Mhm. Deswegen musst du dann erstmal schauen, dass du dich selber aussortieren kannst und für dich selber halt das Optimum rausholst. Nach dem freien Training, kurze Zwischenstandsmeldung bei euch. Seid da gut reingekommen? Habt ihr alles so verbauen können, dass es passt? Wie seid ihr aufgestellt im Moment? Ja, ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben mit Sicherheit noch viel Arbeit vor uns. Wir treten hier dieses Jahr wieder mit einem komplett neuen Auto an, weil wir das Auto vom letzten Jahr jetzt für die 24-Stunden-Serie hernehmen und haben jetzt auch das neue Auto erst letzte Woche abgeholt. Also müssen wir selber jetzt erstmal alles wirklich aneinander basteln, Feinabstimmung raussuchen. Jedes Auto fährt sich ein bisschen anders. Somit halt jeder Porsche fährt sich auch ein bisschen anders und da muss man für sich halt erstmal das Optimale finden. Warum ist das so? Also ich stelle mir das vor, normalerweise entweder bestelle ich einen Porsche 911 oder ich bestelle einen BMW, dann sind es 2 verschiedene Autos. Bei euch ein Porsche oder ein Porsche, warum sind die unterschiedlich? Es sind wirklich nur Nuancen, aber wenn du natürlich am Limit fährst, dann spürst du jeden Unterschied sofort. Ja, die einen sind vielleicht ein bisschen steifer vom Chassis, die anderen nicht so steif, aber es geht wirklich nur um Nuancen. Ja, man sieht auch, dass nicht alle Autos gleich eingestellt sind. Selbst wenn du das gleiche einstellen würdest, würden sie sich trotzdem anders fahren. Deswegen musst du halt rausfinden, was für dein Auto am besten passt und alles darauf abstimmen. Grüne Flagge, das heißt, jetzt läuft die Stunde Pre-Qualifying. Wir haben es immer so erklärt, eigentlich ist es nur ein zweites freies Training, das man fährt. Sobald dann nämlich morgen die Ampel im Qualifying auf grün umspringt, ist alles Makulatur. Wie wichtig ist dieses Pre-Qualifying trotzdem? Geht man da wirklich volle Attacke und sagt, es kann ja sein, dass das wirklich ausschlaggebend ist? Oder ist es dann doch wieder dieses Zurückhalten wie im freien Training, so ein bisschen auf Balance of Performance achten und alles, was dazugehört? Teils, jeder hat da so seine Strategie, aber ich glaube, es war
letztes Jahr nicht auch einmal der Fall oder wäre kurz davor gewesen, dass man auch das Pre-Qualifying als Darumstellung nutzt? Ja? In Monza war es letztes Sobald Jahr. Sobald Probleme irgendwie an der Strecke auftauchen oder wegen Nebel oder irgendwas nicht gefahren werden kann, ist natürlich das Pre-Qualifying-Ergebnis auch deine Startaufstellung. Deswegen ist es nicht zu unterschätzen. Wir haben dieses Jahr neue Regeln im Pre-Qualifying. Es darf nur eins als Reifen gefahren werden und auch nicht nachgetankt. Ein bisschen anders als letztes Jahr. Und und ich glaube, jeder Fahrer muss fahren. Jeder Fahrer muss fahren. Ja. Die 8 Runden sind es, glaube ich, die jeder Pilot absolvieren muss. Das heißt, du wirst dich gleich auch nochmal ins Auto setzen müssen. Ihr habt eine etwas neue Fahrerpaarung für das Jahr 2024 an den Start gebracht. Im letzten Jahr zu Saisonbeginn war es noch dein Zwillingsbruder Alfred, der mit im Auto saß. Dann kam irgendwann Tim Heinemann mit ins Spiel, ist dann mitgefahren. Und in diesem Jahr ist es dann wieder ein neuer Pilot. Warum das Ganze? Und stell den auch gerne nochmal vor. Du hast recht. Dieses Jahr ist Maurice Schuring bei uns mit am Auto. Ein sehr junger Kerl, Frischfleisch sozusagen. Mein Bruder wird dann in Spa als vierter Fahrer dazustoßen. Wie du schon erkannt hast, letztes Jahr auch mit Tim Heinemann mal am Nürburgring am Start gewesen, als mein Bruder Rückenschmerzen hatte. Ein bisschen frischer Wind im Fahrer-Line-Up schadet eigentlich nie. Und sind ganz froh, dass wir Maurice am Start haben bei uns. Wenn wir vom Pre-Qualifying reden, morgen steht ja das Qualifying an. Ist man gezwungen, Robert, heute schon das Auto für morgen so hinzustellen vom Setup her? Denn morgen hat man ja eigentlich fürs Qualifying keine Zeit mehr. Das stimmt, ja. Aber nachdem du jetzt im Pre-Qualifying nicht nachtanken darfst, denke ich mal, dass die meisten eher mit einem Rennsetup nochmal fahren und schauen, wie die Bedingungen sind. Gerade weil wir jetzt auch so zeitenmäßig im Fenster sind, wo morgen auch der Start ist. Deswegen denke ich mal, dass eher doch noch Rennsetup gefahren wird und das ganze Quali-Sims waren im ersten Training angesagt und auch bei den freien Testtagen da vor 2 Wochen. Ja, während wir gerade Valentino Rossi sehen in dem WRT BMW M4 GT3, der eine starke Mannschaft mit Maxime Martin zur Seite hat, die den Sprint Cup fahren werden in Brands Hatch und in Misano. Gerade im Bild, ihn lässt man als allererster auf die Strecke drauf. Ja, und da filmt da schon einer der Dynamic GT Porsche, die ja eigentlich angekündigt haben in Barcelona, wir gehen Richtung Ford, dann hat sich das erschlagen. Man ist wieder im Hause Porsche geblieben. Robert, tauscht ihr euch als Porsche-Team aus? Untereinander? Gibt es sowas? Wir tauschen uns aus. Wir haben auch ein bisschen Daten austauscht zwischen den Teams. Dann siehst du natürlich nicht alle Werte, aber das ist eigentlich sehr offen gehalten. Wir können zum Beispiel von egal welchem Porsche die schnellste Runde aus dem ersten Training sehen. Natürlich werden nicht alle Daten aufgelegt, aber die meisten, die einem als Fahrer halt weiterhelfen, da haben wir komplett offenen Datenaustausch. Gerade was jetzt für Fahrer vom Vorteil ist. Wenn wir jetzt über Ingenieurswerte sprechen, ja, die werden nicht ganz offen preisgegeben, aber gerade so fahrertechnisch haben wir eigentlich Einblick auf ziemlich viele Daten von den anderen Fahrern. Wenn Sie fragen, wer ist hier oben? Herbert Motorsport, die deutsche Mannschaft. Robert Renauer hat sich die Zeit genommen, bevor er gleich wieder in den Porsche muss, mal kurz hochzukommen. Wenn du vom Rennsetup redest, wer legt das fest? Ihr drei? Gibt es da Streitereien, wenn du sagst, oder der Ingenieur? Am Ende macht es der Ingenieur. Das ist ja immer die Vermutung. Sie müssen es verstehen und Sie fragen uns immer, nach dem Rennen, Qualifying, sind die Fahrer weg? Wir sind gerade mit dem Bild bei AF Corse. Wo sind die? Wir haben ihn heute Morgen erklärt, dann geht es für eine Stunde in so einem Renntrack rein und dann wird über das Qualifying, Pre-Qualifying geredet und dann tatsächlich entscheidet der Ingenieur, wie gefahren werden muss. Am Ende macht es der Ingenieur, weil jeder Fahrer auch anderes Empfinden fürs Auto hat, verschiedene Fahrstile hat. Der eine sagt zum Beispiel, oh, das Auto hat untersteuert. Komischerweise sagt dann der Nächste, für mich war es doch ein bisschen mehr übersteuern. Hängt auch damit zusammen, was du für ein Fahrstil hast. Ob du jetzt eher das Auto ein bisschen überfährst oder sanfter fährst. Da gibt es auch, wenn du Onboard ziehst, Fahrer zu Fahrer komplett verschiedener Fahrstil. Ich glaube, Raffaele Marcello ist immer sehr stark am Rudern am Lenkrad, wenn man die Onboard sieht. Ja, heute absolut hat man von ihm nicht gesehen, sich aber mal im freien Training mächtig verbremst. Erstmalig bei ihm überhaupt gesehen, aber klar, von dem Mercedes AMG GT3 auf dem BMW GT3 ist wahrscheinlich eine Umstellung von GT3-Auto zu GT3-Auto, bin ich mir ganz sicher. Aber schön mal zu hören für Sie zu Hause in Deutschland, Fans, es macht der Ingenieur. Und da musst du als Fahrer
wenn Robert Renauer sagt, eigentlich bin ich da nicht mit zufrieden, muss man die Pille schlucken. Und das ist ja auch die Kunst bei der Fanatec GT World Challenge mit drei Piloten, dass man eine Einigkeit findet, das Team und das Auto eben halt schnell zu machen. So ist es ja. Jeder muss ein bisschen Kompromisse eingehen. Es kann nicht sein, dass einer da einen Dickschädel hat und sein Ding durchziehen will. Ja, ich muss sagen, ich bin da ganz glücklich mit meinen Teamkollegen, die ich immer gehabt habe. Ich bin da echt immer gut mit denen ausgekommen. Wir haben auch immer ein sehr gutes Setup gefunden. Im Endeffekt stellst du dich eh im Rennen darauf ein. Bringt nichts, eine Stunde lang rumzuheulen, weil es macht es auch nicht besser. Heute Morgen auf dem Weg, wir sind ja zusammen ins Fahrradlager gegangen, haben wir nochmal über euer Design geredet. Das haben mehrere kopiert und schwuppdiwupp haben wir uns heute Morgen direkt mal verhauen, haben gesagt, wie mir ich habe im Motorsport, aber das war ein ganz anderes Auto. Ihr müsst euch noch ein bisschen was einfallen lassen, also macht jetzt die goldenen Streifen, wie Ralf Bohn wollte, in Pink. Ah, lieber nicht. Da gibt es schon genug Autos, die Pink Farbe haben, so wie die Autos, warst du ja 10 im Fernsehen. Wir bleiben beim Gold, beim alten traditionellen Design, das gefällt uns ganz gut. Ihr fahrt dieses Jahr ja nur den Endurance Cup, nicht im Sprint Cup. Und wir hören gerade unten. We've just been watching valets on boards. How's the track looking with the car? Yeah, the track is, boring out, we know. The conditions are a bit different than when we are used to come here, because usually we come in June when it's quite hotter. It's cooler conditions, but the car is going well at the moment. Valet is now doing a long run and see how the car is for the race especially. So obviously the conditions we've got now are very similar to that of the race. What are you going to be looking out for and feeling for when you're in the car? Yeah, I mean, we definitely now try to work more on the race setup to try to have a consistent car. So it's perfect conditions now. And like I say, Valet is now doing a long run and then see how the car develops through the full hour and see how we can be at the end of the stint. Brilliant. Thank you very much. Thank you. Maxi Matter, der dort kurz Rede und Antwort stand, und zum gleichen Zeitpunkt ist Full Course Yellow ausgerufen worden auf der Strecke. Auch da haben wir ganz kurz die Bilder gesehen, dass da Teile von der Strecke geräumt wurden. Nochmal ganz kurz, ihr fahrt nur noch den Endurance Cup, nicht mehr den Sprint Cup. Anders als letztes Jahr, warum habt ihr euch dazu entschieden? Ja, so ist es. Wir fahren nur den Endurance Cup. Wir haben noch parallel ein paar Programme am Laufen und das wäre alles zu aufwendig für uns geworden. Ralf Bohn wollte auch eher Endurance fahren, deswegen fährt er auch wieder die komplette 24-Hour-Series. Mhm. Und dann hätte man das auch zeitenmäßig gar nicht hinbekommen, weil es zu viele Überschneidungen gegeben hätte, auch mit unserem zusätzlichen Programm, das wir jetzt dieses Jahr fahren, mit Quali-Rennen, 24 Stunden und Nürburgring. Da haben wir genug zu tun und sind ganz froh, dass wir jetzt ein schönes Programm zusammengestellt haben, mit guten Leuten, gute Teamkollegen, eingespieltes Team. Ja. Und ich freue mich auf das Jahr, muss ich echt sagen. Eine Besonderheit gab es ja letztes Jahr dann schon. Das war unser Sprintrennen in Valencia, wo du einen Doppelstart gemeinsam mit Ralf Bohnen absolviert hast. Valencia und Barcelona, 24 Stunden, irgendwie seid ihr da gleichzeitig gefahren. Nimm uns da gerne nochmal mit auf diese Reise, die ihr da gemacht habt. Einmal von Valencia hin nach Barcelona, Barcelona gefahren, dann wieder zurück nach Valencia da gefahren. Wie war das für dich? Im Nachhinein muss ich sagen, trifft man nicht immer die richtigen Entscheidungen. Es hat mit Sicherheit nicht zur besseren Performance beigetragen, noch dazu, weil wir zwei verschiedene Autos gefahren sind. Einmal das Vorgängermodell, den 901 Gen 2, und in Valencia natürlich das aktuelle Modell. Deswegen musste man auch immer ein bisschen seinen Fahrstil umstellen und du konntest dich nie wirklich auf eine Strecke einschießen. Gerade weil wir halt in Barcelona eigentlich nur die Nacht gefahren sind, haben wir dann auch wenig Schlaf gehabt. Im Endeffekt war es ein bisschen zu viel, muss man ganz ehrlich sagen. Und trotzdem macht man alles irgendwie so für sein Hobby, für das, was einem Spaß macht. Und ich glaube, dass es auch da beide Rennen irgendwie auf ihre eigene Art und Weise viel Spaß gemacht haben. Eine letzte Frage möchte ich dir gerne noch stellen zum Thema hier. Die Fanatec GT, 54 Autos draußen auf der Strecke. Das sieht auf den Bildern gar nicht so aus. Wie voll ist es denn eigentlich wirklich? Und wie schwer ist es daraus? Ich muss sagen, nachdem das Level so hoch ist und alle Autos so eng zusammen sind, wie ihr vorhin schon gesagt habt, mit 36 Autos in einer Sekunde, ist es gar nicht so schlimm, wie wenn du jetzt in der Meisterschaft fährst, wie jetzt zum Beispiel in der Creventic, wo viele langsame Autos fahren, wo du viel öfter zum Überholen kommst. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, als wir in Monza gefahren sind, waren ähnlich viele Autos. Und jedes Auto ist innerhalb von 150 Meter Abstand gefahren, aber die Autos waren so identisch schnell, dass du eigentlich sehr, sehr langsam erst die Lücke nach vorne geschlossen hast und deswegen auch drei, vier Runden am Stück
theoretisch, obwohl du ein Auto vor dir hattest, so gut wie keinen Verkehr gespürt hast. Vielen Dank, lieber Robert. Ich möchte dich gar nicht lange weiter aufhalten. Du darfst dich gleich nochmal ins Auto setzen. Viel Spaß dabei und viel Erfolg. Vielen Dank, dass du hier oben gewesen bist. Und ich glaube, sowohl Wolfgang als auch ich drücken euch die Daumen für das Wochenende. Herbert Motorsport und Robert Renauer, vielen lieben Dank. So haben wir also die ersten gut 11 Minuten dieses Pre-Qualifyings schon hinter uns gebracht und können jetzt mal so ein bisschen schon mal drauf blicken, was denn die Zeiten so mit sich gebracht haben in dieser Anfangsphase, die zwar vielleicht nicht so aussagekräftig ist, aber trotzdem ihre Daseinsberechtigung hat. Und zwar ist es der BMW von Marco Wittmann mit der 98 in der führenden Position vor dem zweiten BMW mit der Startnummer 991. Das ist Centuri Motorsport aus der Bronze-Cup-Klasse mit Jake Dennis am Steuer. Also Doppelführung für die BMW-Mannschaft. Dann Fabian Schiller und Michael Grenier in dem Mercedes auf 3 und 4 vor Daniel Harper in der fünften Position. Und der wiederum fährt dann die bayerischen Motorenwerke um den Circuit Paul Ricard herum. Also einen weiteren BMW in der fünften Position. Wir haben im Bild gerade Jim Pla, den wir in den letzten Jahren immer wieder auf einem Mercedes gesehen haben. Gerade in der Akkodis ASP-Teammannschaft ist er unterwegs gewesen. Fährt jetzt in einem Audi für das Team Santelon Racing. Und hier, das ist Daniel Harper. Das ist das Fahrzeug mit der 998. Das ist der aktuell Sechstplatzierte. Warum Sechstplatzierte? Ganz einfach. Es gibt einen neuen Führenden mit Charles Wertz. Und wer schon im freien Training dabei gewesen ist und das Ganze, die Fanatec GT, auch schon seit einigen Jahren verfolgt, der weiß, der fährt auch BMW seit letztem Jahr. Und deswegen ist er jetzt der nächste BMW-Pilot, der sich da vorne mit einschießt. Und damit haben wir jetzt an den ersten vier Positionen viermal BMW. Spricht nicht unbedingt für die ausgeglichenste Balance of Performance hier an diesem Wochenende, aber das kann sich ja alles noch ändern. Da haben wir auch schon im freien Training drüber gesprochen. Im Laufe des Wochenendes kann die Balance of Performance verändert werden von der SRO. So zum Beispiel auch für Audi, die das Ganze aktuell an der 14. Position pilotieren. Alex Acker, der Pilot, mit der Startnummer 99. Und natürlich auch für Ford, für Christopher Mies, den wir zumindest mal grafisch eingeblendet bekommen. Die Startnummer 64 auf Platz Nummer 20. Was schon deutlich besser ist als heute Morgen im freien Training, als man da irgendwie um die 40. Position rangierte. Und nochmal, das war dann nur eine Sekunde, etwas mehr als eine Sekunde, die man Rückstand hatte auf die schnellste Zeit, die ja gefahren wurde von Jules Gounon und dem Mercedes aus dem Hause GetSpeed. Teilt sich ja das Fahrzeug mit den Piloten, die auch im letzten Jahr schon für GetSpeed unterwegs gewesen sind. Zum einen Luca Stolz und zum anderen Fabian Schiller. Hier Christopher Mies, er gemeinsam mit Dennis Olsen und als dritten Piloten Frederik Verwisch an diesem Wochenende unterwegs. Das die Dreierkonstellation, die sich jetzt schon in mehreren Rennen gefunden hat. Sie sollten ja eigentlich auch für Dynamic GT an den Start gehen, fahren in der WEC zusammen, fahren oder sind in der bei der Daytona 24 Stunden gemeinsam unterwegs gewesen. Also da hat man schon ein gutes Team seitens Ford zusammengestellt. Die 007 auf dem Auto ist zurück. Der Aston Martin Vantage GT3, der neue von Aston Martin entwickelte GT3 Bolide. Pilotiert hier von Marco Sørensen, dem Dänen, gemeinsam mit seinem Landsmann Niki Thiem und dem Italiener Mattia Drudi. Das sind die drei Piloten, die die Startnummer 7 hier um die Strecke tragen werden. Marco Wittmann auf dem Weg, sich noch einmal zu verbessern. Aber wir haben es ja auch gerade gehört von Robert Renauer. Es darf nicht nachgetankt werden. Und wer jetzt ein bisschen was vom Motorsport versteht, der wird wissen, am leichtesten ist man dann am Ende. Und dann wird man wohl erst auf Zeitenjagd so richtig gehen dürfen. Gehen wir mal so von in etwa in einer halben Stunde aus, die es noch dauern wird, bis wir dann auf Zeitenjagd gehen dürfen. Wir sehen Christian Engelhardt, GRT Grasser
Lamborghini mit der Startnummer 163. Auch der ist ordentlich unterwegs. Da ist es im zweiten Sektor lediglich nur noch 46.000, die da fehlen auf die BMW-Mannschaft. Nachdem Andrea Caldarelli sich in die vierte Position gefahren hat, ist es jetzt Christian Engelhardt, der auf 7 springt. Also auch da geht es nach vorne für die Lamborghini-Mannschaften, für Andrea Caldarelli, für Iron Lynx und Christian Engelhardt für GRT Grasser. Ja, spannend allemal, dieses Pre-Qualifying. Ich habe gerade noch mal Robert Renauer verabschiedet, noch mal kurz zum Aufzug gebracht. Denn er wird ja gleich als, er wusste noch nicht genau, als zweiter oder dritter Fahrer in den Herbert Motorsport Porsche gehen. Eddie Cheever sehen wir. Altbekannte Mannschaft, SkyTM Pesta, macht in diesem Jahr ihren Einsatz selbst. Haben wir allerdings jetzt das vierte Mal in Folge das Auto gewechselt. Und immer wieder herrlich, der Ferrari-Motor aus dem 296er. Eigentlich ein bisschen unverständlich, denn im letzten Jahr hat diese Mannschaft ja sehr, sehr gut performt, muss man sagen. Bronze Cup. Ja. Haben den gewonnen. Das war schon sehr, sehr ordentlich. Eddie Cheever, Jonathan Hui und Chris Froggatt. Jetzt eben dann der Wechsel, du hast es angesprochen, hin zu Ferrari. Wieder zurück zu Ferrari, nachdem man schon im Jahr 2021 mit dem 488er Ferrari unterwegs gewesen ist. Jetzt also wieder auf den Hufen des italienischen Pferdes unterwegs. Ja, definitiv. Sind wir mal gespannt. Ja, im Moment gesamt 10. Das ist auch nicht schlecht, aber auch hier sind und bleiben wir dabei. Es ist absolut halt nur das Pre-Qualifying, es ist die Anfangsphase. Und da man eben nicht mehr nachtanken darf, wird das Ganze sich auch noch irgendwie verändern. Man muss ja definitiv auch gerade. Und wir haben ein Interview mit Antonia, die ist wieder unten in der Boxengasse. Und hoffe, wir kriegen die Mitteilung, wen sie vors Mikrofon hat. Aber das wird sie uns gleich selbst sagen, wenn wir dann runterschalten. Vielleicht 1-2 Sekunden. Wie steht da unten im Moment? Standby. Ah, Darren Luck. Dank. Ja, der steht unten bereit. Und deswegen gehen wir einfach runter und hören uns das Ganze mal an. Darren, the BMW is really looking like the car to beat at the moment. Jake's putting in some excellent lap times. Yeah, no, I mean, he's doing well, but, you know, come on. We kind of expect him to be doing that. So, no, yeah, we're pretty happy at the minute. Do you think there's going to be this amount of potential in the car tomorrow? Well, that's just kind of up to the organisers. Yeah, we'll see. I don't know. Do you think, though, that compared to the Mercedes, you've got the pace that you would need? Yeah, I think this session is a little bit different. Like, everybody's had to go new tyres and everybody's gone full fuel, but you've not had to put your pro in. Whereas we've elected to do that, so we know roughly where we're at. But actually, there's a whole bunch of other cars who have got their bronzes out or the silvers out or whatever. So I think there's still, people are probably still game playing a little bit. And I think we've just decided to just show our hand and it is what it is. Brilliant. Well, best of luck. Thank you. Darren Lang, der noch einmal angesprochen hat, welche Veränderungen es im Jahr 2024 im Pre-Qualifying gibt. Zum einen, das hatten wir schon angesprochen, ist es so, dass jeder Fahrer mindestens 8 Runden absolvieren muss. Zum anderen darf nicht mehr nachgetankt werden. Und was Robert Renauer uns eben auch nochmal sagte und jetzt auch Darren Lang im Interview, ist es halt so, dass die Reifen nicht mehr getauscht werden dürfen, sondern man hat diesen einen Satz. Und nicht jeder Fahrer fährt einen neuen, so dass dann vielleicht tatsächlich nicht ganz am Ende die schnellen Rundenzeiten gefahren werden, weil die bauen natürlich auch ab. Ja, die Kunst wird es sein. Du hast da vorhin spekuliert, ja, zum Trainingsende hin werden die Autos leichter, aber der Reifen wird schlechter. Und wenn man jetzt noch hinkriegt, dass man für seinen Schlussfahrer, den man sich ausgesucht hat, noch genug Gummi drauf lässt, dann könnte das durchaus noch mal funktionieren zum Schluss. Also das ist auch der Kunst der Teamkollegen mit den Pirelli-Gummis. Die Reifen kommen einheitlich auch wieder dieses Jahr aus dem Hause Pirelli, damit umzugehen und vielleicht dann eine Schlussattacke noch zu reißen. Natürlich muss man sagen, in Form, wir haben gerade Andrea Caldarelli hier im Lamborghini im Bild, der auf der gesamten 5. Position ist, ist es natürlich gerade für, ich bleibe bei Sky Tempesta, die haben ein neues Auto,
die müssen jetzt erstmal probieren, wie schnell sie damit fahren können, denn morgen steht das Qualifying an. Das sind so Mannschaften, die umgesattelt haben auf den Autos, die jetzt im Pre-Qualifying schon richtig zulegen müssen, damit sie ihr Auto sortiert bekommen in diesem Starterfeld. Unsere Hochkaräter, es sind alles Hochkaräter, aber von denen man weiß, die können vorne fahren, die sind da ein bisschen in bequemerer Lage. Aber gerade mit neuen Autos, schwierig, da ist das Pre-Qualifying bestens für geeignet. Ich weiß, du hast Adleraugen, aber ich vermisse unseren Ford Mustang. An der 20. Position Christopher Mies aktuell. Jo. Das ist eine Zeit von 1:54.987 in etwa. Etwas weniger als eine Sekunde Rückstand auf die Zeit von Daniel Harper. Man ist da tatsächlich gar nicht so schlecht unterwegs. Gerade auch wieder persönliche Bestzeit im zweiten Sektor. Wir sehen auch da schon wieder auf unserem Zeitenmonitor, dass man mit 281 km/h das schnellste Auto auf der Geraden ist. Auch das ist nicht verwunderlich. Das sind halt die verschiedenen Charakteristika der Fahrzeuge. Das eine Auto ist in der langsamen Kurve schneller, das andere in der schnellen. Andere sind auf einer kurzen Gerade schnell, weil man beim Rausbeschleunigen mehr Power hat. Andere sind am Ende der langen Gerade halt schnell. Und das betrifft halt beispielsweise den Ford Mustang. Das haben wir gestern schon am Flughafen erfahren von Fabian Schniller, dass der Ford Mustang den absoluten Topspeed fahren wird. Wir haben hier die 51 gerade auch mal eindrucksvoll im Bild. Das ist die AF Corse Francorchamps Mannschaft, eingesetzt von AF Corse. Der Ferrari 296 GT3. Alessio Rovera momentan pilotiert das Produkt aus Maranello. Davide Rigon und Alessandro Puerguidi, das sind die drei Werksfahrer. Und wir haben es heute Morgen schon gesagt, drei Werksfahrer auf diesem herrlichen 296er Ferrari. Das ist natürlich auch der Ruf Richtung Fanatec GT. Der Ruf für alle Teams, Achtung, Achtung, wir wollen in diesem Jahr die Meisterschaft Endurance Cup vielleicht nach Italien holen. Aber Pustekuchen, wir haben ganz starke Fahrerpaarung, auch mit Werksfahrern auf den Autos. Also ich bin mir sicher, dass wir erst am 22. Ja, November, wenn wir dann das Rennen in Jeddah gefahren sind, wissen wir am Ende, oder 23. November, wissen wer dann am Ende Meister wird. Absolut. Und zum Thema Werksfahrer bei Ferrari, da wissen wir auch aus den letzten Jahren, da war man immer ganz weit vorne mit dabei, dass man die Werksfahrer hier in der Fanatec GT eingesetzt hat. Und in diesem Jahr ist es eben die 51, die von dir schon angesprochen wurde, und die 71 ebenso. Vincent Abril, David Vidales und Thomas Neubauer. Auch eine sehr starke Fahrerpaarung für die AF Corse Francorchamps Motors Mannschaft, die den 71er Ferrari, übrigens die gleiche Lackierung wie die 51, also auch dieses rot-gelb abgesetzte Fahrzeug, einsetzen und pilotieren. Es ist ein bisschen ruhiger auf der Strecke, so hat man zumindest mal das Gefühl. Es sind einige Fahrzeuge gerade in der Box, weil man auch gesagt hat, okay, wir sind jetzt in diesem Bereich 20 Minuten. Wenn wir das ganze Pre-Qualifying nämlich dritteln, ist das etwa 20 Minuten, sodass man jetzt vielleicht anfängt, die Fahrer wieder zu tauschen, den nächsten Piloten ins Auto setzt. So könnte es beispielsweise jetzt eben auch Robert Renauer sein, der dann gleich den Porsche von Herbert Motorsport übernehmen darf. Wir schauen mal, wo wir die Mannschaft gerade finden. Von Herbert Motorsport hier mit der Startnummer 91 an den Start gehen. Da ist es im Moment. Die Suche dauert etwas länger. Start da, die 18. Position. Nachdem Ralf Bohn das Fahrzeug in der Anfangsphase pilotiert hat, ist es jetzt nicht Robert Renauer, sondern der dritte Fahrer, der das Fahrzeug pilotiert, mit Moritz Schuring, der Niederländer. Der darf jetzt also das Auto pilotieren. Nochmal 18. Gesamtposition aktuell. Aber wir haben auch gehört, so richtig aussagekräftig ist es noch nicht. Onboard bei Benjamin Goethe. Und auch außerhalb bleiben die Kameras. Auf dem McLaren. McLaren, ganz genau. 22. Gesamtposition im Moment. Für Niki Thiem im 7er und 007er Auto im Aston Martin ging es jetzt momentan mal runter bis auf die gesamt 14. Position. Warum? Man steht in der Box und wechselt den Fahrer. Interessant finde ich den Winkel der Kamera, weil man von der Strecke sieht man relativ wenig. Man hätte die so ein bisschen nach oben noch richten dürfen, um dann mal so wirklich was zu sehen. Aber gut, wir schauen uns auch gerne noch tiefer das ganze Onboard im wahrsten Sinne des Wortes an.
bei Benjamin Goethe, der sich das Fahrzeug erteilt, den McLaren mit Dean McDonald und Tom Gamble. Also eine absolut hochkarätige Fahrerpaarung oder ein Fahrertrio, das hier an den Start geht. Wir haben insgesamt an diesem Wochenende 12 Streckenkameras. Ja. Wir haben eine Slow-Motion-Kamera und wir haben 2 Drohnen und jede Menge Inboard-Aufnahmen. Und schön, wenn du sagst, die Kamera hätte man höher machen können. Ja, man hat schön das Dashboard gesehen, die Gänge, die Schaltvorgänge. Auch mal ganz interessant, wenn man sich jetzt so ein bisschen Windschatten holt bei dem Rinaldi Ferrari. Über den wollen wir natürlich gerne auch sprechen mit der Startnummer 333, Rinaldi Racing, der Ferrari 296 GT3, Felipe Fernandez Laza, einer der Piloten, die im letzten Jahr ja das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring auf einem Ferrari von Fricadelli Racing gewinnen konnte. Das Auto gehörte zu diesem Zeitpunkt aber Rinaldi, so dass auch diese Fahrerpaarung jetzt hier an diesem Wochenende in diesem Jahr nicht ganz überraschend kommt. Die anderen beiden Piloten sind übrigens dann der Südafrikaner David Perrell und der Deutsche Christian Hug. Die drei werden also den Ferrari pilotieren und hier ist das Auto. Tja, von Herbert Motorsport. Ganz genau, mit dieser ehemaligen Lotus-Lackierung aus der Formel 1. Sie erinnert ein bisschen dabei, nicht umsonst haben die ein oder anderen Teams so ein bisschen ähnlich ihre Autos für dieses Jahr eben halt foliert. Und damit ist auch klar, dass Robert Renauer zum Schluss den Schlussturn fahren wird in diesem Pre-Qualifying. Yusuf Ovega im Haupt-Racing-Team HRT, die im Gold Cup fahren, der ist in langsamer Fahrt unterwegs, ja. Wird jetzt noch natürlich die Box ansteuern, vielleicht das Auto checken lassen. Wir wissen nicht, was da ist. Oder er lässt erstmal viele, viele vorbei, um neuen Schwung zu nehmen, eine freie Bahn zu haben. Patrick Huada, den sehen wir dort im Lamborghini gerade eingeblendet. Die 72 auf der gesamt 30. Position. Die Mannschaft startet ja auch im Bronzecup. Gemeinsam mit vielen anderen, um genau zu sein, 18 anderen Fahrzeugen, die gegen Patrick Huada und das Fahrzeug von Barwell Motorsport kämpfen werden. Auch in diesem Jahr geht es im Bronze Cup, in der Overall-Wertung, also Endurance Cup und Sprint Cup zusammengerechnet, um einen Startplatz, eine Wildcard, um genau zu sein, bei den 24 Stunden von Le Mans für das Jahr 2025. Ich überlege jetzt gerade, wer das letzte Jahr die Eintrittskarte gewonnen hat. Jakoma? Niki Leutwiller? Ivan Jakoma? Finden wir raus. Genau. Ich schau mal kurz nach. Ganz genau, guck mal eben halt nach. Ich meine, na, ich bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt haben wir in 30 Sekunden hier mal rausgefunden. Rausgefunden haben wir bei 31 Minuten und 52 Sekunden noch nicht, wer dieses Pre-Qualifying als Pole-Setter abschließt. Dann Harper, der ist mit 1,54,003, das ist die 998, momentan immer noch der, der hier diese Pole-Position rein theoretisch hier innehält. Die Rowe Racing-Mannschaft, wir durften vorhin auch mit Philipp Enkurt sprechen. Dann Harper, einer der Youngster aus dem Hause BMW, zusammen mit Max Hesse, die Junioren. Und Augusto Farfus in diesem Jahr nicht bei WRT, zusammen mit Martin und Rossi. Den hat man jetzt nämlich nach Rowe Racing mit diesen beiden BMW-Junioren. Vielleicht ist das die Endstufe für diese beiden Junioren, die zusammen auch gewohnt haben, in den Anfängen zu sagen, hier ist der Ritterschlag von dem Brasilianer Augusto Farfus. Macht's gut, denn irgendwann hat alles seine Zeit, auch für einen Augusto Farfus. Ja, viele, viele Jahre sollen die alle noch fahren, das sind so tolle Typen und auch Mädels mit bei. Aber ist auch nur eine Vermutung, warum Gusto dort in diesem Jahr mit den beiden jungen Wilden unterwegs ist. Und du hast mit Sicherheit, während wir Andrea Bertolini sehen, ebenfalls wieder in einem Ferrari rausgefunden, wer diese Wildcard gewonnen hat. Ja, Pure Racing und Alexandre Malekin haben das Ganze gewinnen können, fahren ja in diesem Jahr mit EMA Mantai in der WEC. Und wir hören, Andrea Caldarelli ist unten bei Antonia und bereit zum Interview. Andrea, having just come off, tell me, how was it feeling out there? Quite good. We were this morning on try to focus a bit on the race, and I'm happy that we confirmed what we did this morning. Track condition changed a lot from this morning, so we were not sure what to expect, but I think we did a good step forward as what we were expecting. What we were this morning is exactly what we had in the car, so the
quite positive. Well, you're the fastest Lamborghini with a full tank of fuel and obviously all of the other conditions of this practice session. Do you think that bodes well for the race? Sorry, do you think? Do you think it bodes well for the race, having been the fastest Lamborghini? Well, I mean, to be the fastest overall is the best thing. Compared to other Lamborghini, we don't really care. We're racing for the overall. So, but for sure, it's good. It means the car is it's in a good position, and we are quite positive. Brilliant. Thank you. Best of luck. Auch eine kleine Kampfansage wollte ich sagen. Bei Andrea Caldarelli, es geht nur um die Overall-Wertung. Ganz oben muss man stehen. Während des Interviews gab es eine kurze Gelbphase im ersten Sektor. Die wurde ausgelöst durch den Ferrari von Rinaldi. Da war es Christian Huck, der Ausgangsturn 1, also der ersten Kurve, sich drehte, aber dann auch weiterfahren konnte. Also alles gut und deswegen wieder alles unter Grün. Ja, im letzten Jahr noch die schnelle Dame Rema Jufalli bei Rinaldi gefahren, auch Samantha Tan ist gefahren, ganz genau, die auch in BMW-Diensten ist, in Amerika. In diesem Jahr auch nicht hier vertreten. Naja, vielleicht ist dann doch der Weg hingegangen, ganz zu BMW. Da scheint es dann so ein bisschen ein paar Quälen gegeben zu haben. Schwamm drüber, vorbei. Wir schreiben 2024. Wir schreiben Rinaldi Racing in einer neuen Besetzung mit einem Gewinner des 24-Stunden-Renns. Felipe Fernandez Laza, der auch in diesem Jahr die 24 Stunden um Ferrari fahren wird am Nürburgring. Das ist schon bestätigt. Wer die neuen Teamkollegen sind, bleibt noch ein wenig dahingestellt. Wir haben auf den ersten drei Plätzen BMW, BMW, BMW. Fafos, Fantor, Marco Wittmann, dreimal BMW. Dann haben wir Morat, der schnellste Mercedes AMG mit der Startnummer 48. Und dann haben wir ja gerade im Gespräch auf der fünften Position Andrea Caldarelli mit dem Lamborghini. Und Cottingham, das ist auf der sechsten Position mit 1,54,357, der schnellste McLaren. Genau so ist es. Dahinter folgen dann mit dem Ferrari, mit der Startnummer 8, der schnellste Ferrari aus dem Hause Kessel Racing. Nicolo Rosi, Nicolo Schiro und David Fumanelli, der Pilot, der diese Zeit jetzt gefahren hat. Fumanelli, der Goldfahrer aus Italien, ist da jetzt in die siebte Position vorgefahren. Da würden gerne zumindest mal als schnellster Ferrari diese Mannschaft gerne hin, mit der Startnummer 51, Davide Rigon im Auto. Generell aber gilt auch hier nicht nur bei Lamborghini und Andrea Caldarelli, sondern auch für Ferrari und Davide Rigon. Nur zählt es, im Overall ganz oben zu stehen. Das wäre im Moment die Position, die BMW-Rowe-Mannschaft inne hat. Augusto Fafus, der seines Zeichens den Spitznamen natürlich Gustl trägt. Nicht Gusto, aber Gustl Fafus, der Brasilianer mit dem BMW in einer 1,54,003 im Moment in der führenden Position. Jetzt kommen sie langsam, die Ferraris. Neunte Position, ist er nämlich vorgefahren. Und das hier ist der schnellste Ferrari aktuell mit dem von mir eben angesprochenen David Fumanelli von Kessel Racing mit der Startnummer 8. Und der ist schon wieder auf einer guten Runde unterwegs, hat die aber jetzt abgebrochen. Wird dort einen neuen Angriff starten, weil er eben aufgelaufen ist auf den Audi, der da vor ihm unterwegs gewesen ist. Haben wir auch kurz gesehen, dass er dann nochmal auf die Bremse gestiegen ist, um halt Platz zwischen sich und dem Fahrzeug vor sich zu schaffen, um jetzt noch einmal gute 25, 26 Minuten vor Ende dieses Pre-Qualifyings auf eine schnelle Runde zu gehen. Gleiches betrifft dann auch die Winward-Mannschaft. Das ist die Truppe von der 57. Tanat Satien Terakul, Dan Arrow und Colin Caresani sind die drei Piloten, die da auch nochmal ganz langsam in dieser Zwischensequenz zwischen Turn 14 und Turn 15 gemacht haben. Und da wird alles ein bisschen enger. Ja, wir haben gerade den McLaren der Gretsch 59-Mannschaft im Bild. Cottingham ist der Pilot, der an diesem Woche leider Gottes Miguel Ramos ersetzt, der sich kurzfristig eine Operation unterziehen musste. Deswegen da kurzfristig vor drei Tagen die Meldung, Miguel Ramos muss aussetzen hier. Von hier aus gute Genesung,
gute Operation, sodass wir dich dann ganz, ganz schnell hier wieder im Feld der Fanatec GT World Challenge hier wiederfinden. Auf der 12. Position ist es jetzt Christopher Froggatt, der den Ferrari übernommen hat, ist damit der drittbeste Ferrari. Und Niki Thiem in der 007 mit dem Aston Martin ist der beste Aston Martin. Momentan auf der 16. Position. 24 Minuten 35 Sekunden. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier beim Saisonauftakt in Le Castellet in Paul Ricard hier noch ein bisschen, ein paar Kilometer zu machen. Und wer weiß, ob dann, ja, das da oben so bleibt mit den drei BMWs auf 1, 2 und 3. Das Ganze bleibt absolut erstmal abzuwarten. Nichts anderes können wir im Moment hier tun. Der Ford rund um Frederik Verwisch, Christopher Mies und Dennis Olsen an die 24. Position zurückgereicht worden. Aber auch da wird man eine Entwicklung erkannt haben zwischen dem Freitraining und eben dem Pre-Qualifying. Und auch wenn man vielleicht noch ein bisschen weiter zurückrutschen wird, ist man jetzt innerhalb einer Sekunde hin zur Spitze, hin zu den Führenden. Also da hat man schon ein bisschen an Boden wieder gut machen können. Während du mit dem Finger auf den Monitor tippst, ja, hast du den nächsten Fahrer gesucht. Ich habe den nächsten Fahrer gesucht und auch gefunden. Ich habe gerade gesagt, oder wir haben gesagt, die ersten drei ist BMW. Dann habe ich mal geguckt, wo ist die WRT-Mannschaft denn abgeblieben mit der 46 mit Rossi, Maxime Martin und neu zugestoßen nach BMW, Raffaele Marcello. Die sind momentan auf der 42. Position durchgereicht worden. Man konnte eine Zeit fahren von 1,55, 5,85. Tja, die Bilder haben wir eben halt nicht, aber vielleicht geht die Kamera mal Richtung WRT-Box und klärt uns mal auf, warum das momentan da unten fast im Schlusslicht ist mit dem 46er M4. Wobei Raffaele Marcello jetzt gerade erst ins Auto gestiegen ist und seinen Stint in Angriff nehmen darf. Und auch er wird mit Sicherheit versuchen, ein bisschen Zeit gut zu machen. Im Moment 1,582 Sekunden Rückstand. Das darf und soll noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein. Generell sind viele Fahrzeuge draußen auf der Strecke, lediglich, wenn ich richtig gezählt habe, 8 Fahrzeuge in der Box. Heißt 46 Autos aktuell auf der Strecke. Das ist schon sehr, sehr voll da draußen. Ein paar Fahrzeuge haben freie Fahrt, so beispielsweise den gerade gesehenen Porsche mit der 96. Da dieses Fahrzeug hier, blau und gelb, der hat freie Fahrt und niemanden vor sich. Der Rest scheint so ein bisschen, egal wo man hinblickt, auf unser Trackmap, in Verkehr zu geraten. Vielleicht auch diese Mannschaft hier noch, die sind auch noch gut unterwegs mit der 27 und haben niemanden direkt vor sich. Optimum Motorsport, Olli Milroy, Rob Bell und der sich im Auto befindende Mark Radcliffe. Der Brite wird dort verfolgt von einem Markenkollegen, nicht Teamkollegen, denn das Team, das dahinter unterwegs ist, für die McLaren-Herstellerwertung. Das ist dann nämlich von Garage 59. Während wir ja immer spekuliert haben, ja, bei 54 Autos, wenn alle draußen sind, viel Verkehr. Robert Renauer hat uns ein bisschen bessere belehrt. Ja. Er sagte, 36 Autos beim freien Training innerhalb einer Sekunde. Das heißt also, man muss sagen, ich überspitze mal den Bogen, das gesamte Starterfeld fährt fast auf dem gleichen Niveau. Also schwieriger ist, wenn man Autos hat, die 1,5 oder 2 Sekunden dann eben halt langsamer sind. Dann ist die Schwierigkeit zu überholen. Aber Robert Renauer hat gesagt, nee, eigentlich ist das mit der Masse der Autos im Moment noch gar kein Problem, weil wir alle in dem gleichen Strom schwimmen. Absolut richtig. Und das zeigt halt auch, welche Klasse diese Fanatec GT hat, wenn man es hier dann jetzt zu den nächsten Boxenstops kommt, beispielsweise bei Garage 59, die einen ihrer drei McLarens an die Box geholt haben und hier den von dir schon angesprochenen Raffaele Marcello. Tja, und da bleiben mit Sicherheit jetzt vielleicht in der ganzen Runde die Streckenkameras, die Regie mal auf dem 46er blau und dann in leuchtend gelb, auch so im letzten Jahr das Design von der WRT-Mannschaft, ja, der zweite Sektor hat ein bisschen was verloren.
der Spitzname eben halt Lello. Ja, wir haben ein bisschen Verständnis. Er gehört, Hugonot, zu den besten GT3-Piloten auf der Welt, wie viele andere auch. Aber die Umstellung vom Mercedes AMG GT3, vielleicht auf dem BMW M4 GT3, das machst du auch und das macht Marcello auch nicht mal so eben. Aber ich glaube, der braucht nicht lange, bis er dann auch weiß, wie der BMW tickt, wie der BMW durch die Kurven geschmissen werden will. Und wir schauen mal gleich die dritte Sektorzeit. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Und mal gucken, wo dann ein Raffaele Marcello dann hier landet. Wir haben gesagt, 42. Position. 36 war seine erste Runde. Ja, da geht noch was. Er hatte nämlich noch 19 Minuten und ja, 15 Sekunden im Moment. Also ein paar Ründchen kann Lello noch absolvieren, der sich mit Sicherheit so nicht zufrieden gibt. Aber nochmal Pre-Qualifying kommt nur dann zum Stande Richtung Startaufstellung, wenn morgen das Qualifying aus irgendwelchen Gründen komplett ausfällt oder abgebrochen werden muss, wie letztes Jahr in Monza. Da gab es dann nämlich nach dem Regen, heftigen Regen, Stromausfall und man konnte Q3 dort nicht fahren. Und es gab dann in den ersten Startreihen noch eine komplette Überraschung, weil die Taktik eine ganz andere war, aber die ist nicht aufgegangen, weil es gab in Monza keinen Strom. Deswegen ist das Ganze hier nicht zu unterschätzen. Passieren kann immer was. Wettertechnisch ganz bestimmt nicht, denn für das ganze Wochenende ist hier Sonnenwetter, was Sie gerade sehen in Le Castellet mit dem strahlenblauen Himmel, mit der Sonne hier angesagt. Der zweite GRT Grasser Lamborghini wurde uns gerade angezeigt oder mit den Kameras eingefangen. Die Startnummer 19 mit Matteo Larena, Hugo Cook und Haitham Karajuli, der jetzt im Auto sitzt. Das sind die drei Piloten, die im Silbercup an den Start gehen. Wir wiederholen es gerne. Blau hinterlegte Startnummer in dieser Grafik, wo die Zeit mitläuft. Das deutet auf den Silbercup. Goldcup ist dann gelb unterlegt. Der Bronzecup orange und die Pro-Klasse ist eben weiß hinterlegt. Das nur nochmal als Serviceinformation. Morgen beim 3-Stunden-Rennen werden wir mit Sicherheit auf die einzelnen Klassen eingehen. Das ist auch so ein bisschen eine Neuerung in diesem Jahr, dass wir nicht nur immer die Spitze zeigen, sondern auch, das war im letzten Jahr ja auch schon eigentlich super gemacht von der SRO-Television-Mannschaft, dass wir auch dann immer eingeblendet kriegen, die Kämpfe in den einzelnen Klassen, die du gerade angesprochen hast, nicht nur im Gesamt. Natürlich, wenn es was ganz, ganz Wichtiges ist, werden die wieder umschalten. Aber auch da sind die Kämpfe um den Sieg, Silbercup, Bronzecup, auch das steht ja eben halt aus, nicht nur overall, wie Andrea Caldarelli gesagt hat. Klar, bei der Besetzung guckt man nur auf den Gesamtsieg, aber hier kämpfen ja auch viele in den einzelnen Kategorien um die Meisterschaft. Mal sehen, wo Cook das Auto hinstellen kann, den Lamborghini mit der 19. Man ist da aktuell an der 51. Position. Das ist die drittletzte. Da wird es aber nach vorne gehen. Bin ich mir ziemlich sicher, wie weit? Das ist die große Frage. Wo bleibt stehen? Boah, bei 1,56,2. Das reicht eben nicht, um sich, was die Positionen angeht, zu verbessern. Zeitenverbesserung ja, mehr aber auch nicht. Erst einmal. Trotzdem halten wir die Kamera auf den grünen Lamborghini. Denn auch da wird noch mehr erwartet. Schauen wir mal, zweitbester Audi R8. Auf dem 27 ist Ricardo Feller mit dem 99er Audi R8, der zusammen mit Alex Acker unterwegs ist, und Christopher Haase, den amtierenden, ja, richtig gehört, noch Werkspilot, denn Christopher Haase hat in diesem Jahr noch einen gültigen Vertrag mit Audi bis zum Ende des Jahres, deswegen ist hier. Und wir haben jemand, ja, so einen Rückkehrer, nämlich Lukas Auer ist unten am Mikrofon bei Antonia. So we're noticing that Mercedes is seeming to struggle to break through that wall of BMWs at the top of the field. Is there any reason for that? No, I think they are just very strong. Or at least now very strong, but anyway, we are doing our program, trying to get ready for tomorrow. I think we have a great team, great teammates, so let's see. Do you think you'll have better pace in quali? We see tomorrow. Is difficult, you know, before the first race to say a lot is it's always difficult, but I think this is a good first impression, and the rest we see tomorrow. Absolutely. Obviously, we're very early days. It is hard to tell. But do you think, ultimately, obviously, this is quite similar to the conditions that we'll see on the race. Do you think you will be able to break through? I think, anyway, tomorrow is important, especially in the race.
with all the track limit strategy to get this right. I believe in the first race, a lot of people will mistake, a lot of people will be nervous. So I think you have to have a clean race, first priority, and then the pace, we will see. Absolutely. Best of luck. Thank you. Lukas Auer, der sagt, wir sind stark, natürlich, die BMWs sehen auch sehr stark aus, aber wir müssen einfach diesen morgigen Sonntag abwarten. Wir können aus diesem Qualifying nicht wirklich unsere Schlüsse ziehen, einfach weil wir abwarten müssen, was morgen so kommt. Egal, wie oft dort Antonia nachgefragt hat, die Antwort blieb da einfach die gleiche. Mal abwarten, der Sonntag ist der entscheidende. Er sagt aber auch, dass eben morgen es wichtig sein wird, diese grundsätzlichen Dinge hinzubekommen. Eine vernünftige Strategie. Die Boxenstops müssen passen. Das muss einfach funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann hat man gute Karten, denn wir sind hier beim ersten Rennen des Jahres. Da gibt es halt noch viel Nervosität bei den einzelnen Teams. Da werden Fehler gemacht und deswegen umso wichtiger, dass man, wenn man schnell auf der Strecke ist, auch abseits der Strecke alles so hinbekommt, wie eine vernünftige Strategie, wie in der Boxengasse schnell zu sein, um am Ende die Nase vorne zu haben. Apropos Boxenstopp, es gibt ja morgen auch für Boxenstopps Gewinne. Ganz genau. Und zwar für den am nächsten an die Mindeststoppzeit kommenden Boxenstopp. So nämlich im Endurance Cup, lediglich im Sprint Cup gibt es ja keine Mindeststoppzeit. Da wird ja so schnell wie möglich. Hier beim Endurance Cup gibt es ja diese Mindeststoppzeit. Und wer da am nächsten drankommt, gewinnt in der Pitstop Challenge 2000 genau. Euro. Und am Ende des Jahres gibt es dann für denjenigen, der generell am nächsten dran war, 5000 Euro nochmal obendrauf. Also der Kampf nicht nur auf der Strecke, sondern auch unter den Mechanikern, die den Service dieser Autos machen. Tolle Gestik. Wir haben Raffaele Marcello gesehen, der wieder Richtung WRT-Box gefahren ist. Maxime Martin wird uns gerade Richtung Driver-ID genannt. Die Mannschaft von WRT, erstaunlich. Ich habe gedacht, dass Lello zu Ende fährt. Ja, runtergereicht nochmal auf die 37. Position. Und anscheinend fährt jetzt nochmal Maxime Martin. Der ist jetzt gerade aus der Box raus. Ja, nochmal die letzten 12 Minuten und 32 Sekunden im Moment. Ich glaube, dass alles andere, wenn sie nicht hochgepokert haben oder wenn sie nicht hochpokern, allzu zufriedenstellend. Luis Prett. Luis Prett, ja. Ja, Prett gerade hier im McLaren wieder im Bild eingefangen. Und diese Lackierung von Garage 59, die gibt es dreimal in dieser Art und Weise. Und lassen sich unterscheiden durch die Farbe der Außenspiegel. Und tatsächlich, das Fahrzeug mit der 188 hat vorne diesen leicht schwarzen Mittelteil, den haben die anderen beiden nicht. Sonst ist es sind es die Außenspiegel, die verraten, welche Startnummer das sind. Orangene Außenspiegel, so wie jetzt bei der 188, sind eben nur bei diesem Fahrzeug wiederzufinden. Dann gibt es die Außenspiegel noch in Gelb, das ist die Startnummer 158. Und die Startnummer 159, die hat rosane Außenspiegel. Woher wissen wir das alle? Wenn Sie zu Hause im Internet gehen, gehen Sie auf die Seite der Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Da finden Sie jetzt auch seit ein paar Minuten, hoffen wir, einen sogenannten Spotter Guide. Dort sind die Autos bebildert und dort sehen Sie auch die Unterschiede, denn wir haben gerade den Zettel hier reingereicht bekommen und mein junger Nachwuchskollege hier und Freund, der Sebastian Vauer, der studiert gerade die Außenspiegel. Denn auch das ist für alle, nicht die italienische Mannschaft, die Franzosen, die Engländer. Wir haben vorhin herzlich gelacht, dass wir erstmal wissen müssen, wie unterscheiden wir die Autos denn, wenn wir nicht unbedingt von der Seite, hier kann man sehen, die 21, nicht die Startnummern sehen. Natürlich vorne in der Front, oben rechts die Tafel. Ja. Dort kann man auch erkennen, welches Auto ungefähr das ist und wer gerade der Pilot ist. Clark ist momentan hier drin. Man ist auf der 21. Im Silver Cup. Das ist die Startnummer 21, so muss heißen. Position so sehen wir gerade nicht im Moment. Das ist nicht eingeblendet. Ja, und die haben weiß-schwarze Außenspiegel, die Come2U Racing-Mannschaft. Die anderen drei Fahrzeuge von Come2U sind in derselben Lackierung. Da sind übrigens die Außenspiegel bei der Startnummer 7 gelb, bei der Startnummer 11 rosa und bei der Startnummer 12 schwarz. So, dann hast du heute Abend was in unserem Lektüre Chalet zu tun oder wir beide
Rate mit Rosenthal, wer hat denn blaue Spiegel? Und dann legen wir heute Nacht mal eben halt los. Ja, loslegen die auf der Strecke auch noch hier im Silbercup. Das haben sie oben gerade. Mit Penda ist momentan der Führende. Karesani auf der zweiten Position. Sind sie eingeblendet, dass die Stände hier momentan im Silbercup, wir haben es schon angesprochen, ja, die kämpfen ja auch um den Sieg in diesem Jahr. Gelb im ersten Sektor, da ist es, und jetzt rot übrigens, weil dieses Fahrzeug da steht, mit der Startnummer 12. Das ist Esteban Mut, Nicolas Baird, oder Bird, und Sebastian Oegard. Die scheinen auch eingeschlagen zu sein. Das ist dieselbe Stelle genau wie im ersten Training. Wir sehen es noch einmal, jetzt als Wiederholung. Es ist tatsächlich, dieselbe Stelle, und dann geht es rückwärts in die Tech Pro Area hinein. Und so steht jetzt eben der zweite Come to You Racing Aston Martin, nachdem das Schwesterfahrzeug mit der 21 im freien Training dort stand. Nun die Startnummer 12. Fast die gleiche Beschädigung, also ich sage mal, hoffentlich hat man genug Heckspoiler mit bei, die man wechseln muss. Aber das Auto einfach beim Einlenken komplett, da sehen wir es nochmal, versetzt, lenkt nach rechts ein, Auto versetzt jetzt, ganz komischerweise. Ja, und dann gibt es Haftung wieder auf diesen blauen Streifen, unterschiedliche Reibwerte. Und zum Glück, ich sage mal, dieser Einschlag, ja. Wichtig ist immer, dass der hinten hinterm Lenkrad gar nichts passiert. Und da warten wir mal ab. Und da sind ja dann die Streckenmarschalls, die sofort zur Stelle sind. Und ja, die Strecke ist rot, aber das Öhrchen läuft hier beim Pre-Qualifying weiter runter. Und wir sehen noch den Überblick hier in Le Castellet, herrliche Gegend mit den Bergen. Circuit Paul Ricard, bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesen rot-blauen Linien, aber das kennen wir schon seit Jahren. Selbst die Kreisverkehre in Le Castellet sind so lackiert, wenn sie noch nicht hier waren. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert, immer auch Richtung Fanatec GT World. Es ist viel im Fahrerlager los, viele Rennserien nebenbei nochmal. Die GT4 European Series, Rennen Nummer 1 um 16.25 Uhr mit 50 Autos. Auch da haben wir beim Training und beim Qualifying schon gesehen, das gibt ja ein verdammt heißes erstes Rennen. Und damit kommt man jetzt natürlich auch Richtung Boxengasse, auch hier bei der GetSpeed-Mannschaft. Was will man noch anders machen? Die Strecke ist rot. Und ich glaube nicht mehr 7 Minuten 40 Sekunden, denn man stellt auch das Auto von Dominik Baumann, der im Goldcup dieses Auto genannt ist, auf die Skater und wird jetzt auch gesagt haben, komm, das war's, das lohnt sich nicht mehr für 2-3 Minuten rauszufahren. Oder man hebt das Auto nur eben halt hoch, um die Räder zu entlasten. Auch das mag möglich sein, denn Räder wechseln ist ja die Neuerung. Ist in diesem Jahr beim Pre-Qualifying nicht erlaubt. Also die haben die alle jetzt mal auf die Skater gestellt, um die halt dann in diesen 45-Grad-Winkel zur Boxengasse zu stellen, um dann wieder rausfahren zu können. Denn bei 54 Autos, wenn die alle normal da parken würden, dann würden wir wahrscheinlich noch irgendwo in Kreuz Leverkusen stehen mit dem letzten Fahrzeug. Aber alle, die Mamba, die wird jetzt auch gedreht. Die wird jetzt auch gestellt. Gedreht. Interessant. Eigentlich ein bisschen schade, dass man die Skater erfunden hat, ne? Denn sonst wäre die Boxenausfahrt ja auch, wenn die Strecke frei ist, auch äußerst interessant gewesen, wenn man da so raus muss. Aber auch das ist so ein bisschen zum Thema Sicherheit, dass so ein bisschen die Autos oder die Teams ihre Autos geordnet rausbringen können. Zurück vielleicht in die letzten Minuten Richtung Pre-Qualifying. Schauen wir uns den Buzen VDS Mercedes ein bisschen genauer an. Und zwar haben wir da jetzt nämlich wieder eine farbliche Unterscheidung. Ja, auch die Außenspiegel. Aber mir geht es um diesen mittleren Streifen, um das Schwarze herum. Ja. Bei dem einen Auto mit der Startnummer 9, wie wir ihn sehen, ist der ganze Orange hier, Adam Christodoulou, gerade im Auto. Beim Schwesterfahrzeug, den wir da im Hintergrund sehen, ist der Gelb. Selbe Lackierung dann übrigens auch für den Außenspiegel. Wir versuchen das Ganze bei der ersten Veranstaltung einfach auch für Sie ein bisschen anschaulicher wirken zu lassen, um Ihnen dann zu zeigen, wie man die ein oder anderen Autos erkennen kann. Hier nochmal schön der gelbe Außenspiegel bei Lewis Proctor. Wir haben gerade gehört vom Rennleiter, die Session wird nicht fortgesetzt und damit ist es die Rowe BMW-Mannschaft mit der 998, Max Hesse, Augusto Farfus, Dan Harper, die am Ende mit einer 1:54.003, die sehr früh in diesem Training gesetzt wurde, die schnellste Zeit in den Asphalt gebrannt haben. Und gleichzeitig sehen wir auch die ersten drei mit Max Hesse, mit dem Rowe BMW,
mit der 998, das Team WRT, der BMW von Sheldon van der Linde und auch die 98 von Philipp Eng, die zuletzt im Auto saßen. Alle samt kommen sie aus dem Hause BMW auf 1, 2 und 3. Gratulation also an die beiden Teams. Zweimal Rowe, einmal WRT, bevor dann auf 4 der schnellste Mercedes mit der 48 folgt. Und zwar der Mercedes AMG Team Mannfilter eingesetzt von Windward Racing. Damit vielleicht auch die Enttäuschung aus dem Hause WRT. Schwesterauto mit Maxime Martin, Raffaele Marcello und Valentino Rossi. Da ist man auf 37 gelandet und damit keine Chance mehr, in diesem Pre-Qualifying nach vorne zu fahren. Aber wie gesagt, morgen ist ja das Qualifying Q1, Q2, Q3. Vielleicht geht in dem Moment ein bisschen was vorwärts. Du hast schon angesprochen, das Qualifying am morgigen Sonntag. 9 Uhr heißt es, dann wieder früh aufstehen, Wecker stellen, Kaffee machen, alles was Sie wollen. Vielleicht auch schon mal das Frühstück vorbereiten und dann geht es ins Qualifying hinein. Also provisorisch die Pole-Setter, Augusto Farfus, dann Harper und Max Hesse. Auf 2, Dries Van Thor, Sheldon van der Linde, Charles Wertz. Ja, auf 3, Philipp Eng, Nick Jeloli und Marco Wittmann. Von Maro Engel, Daniel Mora und Lukas Auer in der 4. Position. Bester Lamborghini, Caldarelli, Kai Rudi und Bartolotti, der beste Lambo. Vor Cottingham, Prette und Smalley in der 6. Position. Nicolo Rosi, Nicolas Giro und Davide Fumanelli auf 7. Darren Loyne sowie Swory und Dennis in der 8. Position. Der Ferrari von AF Corse dann auf 9 mit Pierre Guidi und seinen beiden Teamkollegen. Und natürlich auf Platz 10, den wollen wir nicht vergessen, mit der 163 von Pereira. Das ist der Lamborghini von GRT Grasser, seine Teamkollegen Marco Mappelli und Christian Engelhardt. Ja, da die weiteren Positionen. Wir haben gerade gesehen, Herbert Motorsport, glänzende 22. Position im Feld im Bronze Cup unterwegs. Da hat auch alles funktioniert, vor allen Dingen reibungslos. Ja, und die Herrschaften hier werden sich natürlich Gedanken machen, woran es dann hier im Pre-Qualifying gelegen hat. Damit die letzten Bilder im Moment vom heutigen Samstag von der Fanatec GT World Challenge Europe, powered by AWS. Ja, jetzt heißt die Autos dann doch rückwärts in die Box rein zu buxieren. Auch hier die Startnummer und 3, die GetSpeed-Mannschaft rund um Adam Musica, der auch gestern hingeflogen ist erst. Wir haben ihn auch am Flughafen getroffen. Wir hätten eigentlich einen Flieger mieten können und eine Fahrgemeinschaft zur Rennstrecke machen können. Nicht ganz so, aber einen VW-Bus hätten wir voll gekriegt. Vor allen Dingen gibt es dann unterwegs immer ganz interessante Gespräche, die man so eben halt nicht hört. Interessant für uns, interessant vielleicht auch für Sie zu Hause für ein paar Themen. Robert Renauer war unser Gast hier oben, hat ein paar Eindrücke gesagt in die Arbeit von Herbert Motorsport. Ja, da sehen wir dann auch den Ford Mustang. Dennis Olsen ist da noch auf dem 2. Monitor. Der Mann, der jahrelang absolut auf Spitze war im Porsche. Überraschend dann eben halt auch gewechselt. 24. Gesamtposition. Das Auto, das den höchsten Topspeed hier erreicht hat am heutigen Samstag. Aber Christopher Mies sagte auch, ja, ein bisschen müssen wir mit dem Auto noch lernen. Das machst du nicht mal so eben aus der Hüfte und machst dieses Auto absolut schnell. Ich will nicht sagen, dass er nicht konkurrenzfähig ist, aber wir werden von denen mit Sicherheit noch was hören. Ja, man schiebt Sheldon van der Linde weg, den Zweitplatzierte. Und ja, wir haben Antonia da unten, die rennt fleißig rum. Da unten ist Dan Harper. Dan, brilliant job out there. Not by a lot though. Yeah, it's very close as you've seen. But yeah, car's feeling good. We made good progress from free practice this morning. Obviously it's now getting a lot warmer, which helps get the grip up. Also a lot of grip going down on track. But the team did a good job. Car's feeling good and yeah, excited now for qualifying tomorrow. Will it translate into race pace or quali pace? Because obviously this is representative of the race, but not of quali. Yeah, exactly. It's going to be a lot cooler tomorrow morning, a bit more like free practice. But the car also felt good there in a good window. And I think we've just got better from this morning. So, yeah, we'll see. I mean, you never know. Everyone is going to show us tomorrow how much they have. So we'll see. Brilliant. Well, congratulations. Thank you.
Er war der schnellste Mann am Ende. Eine Geschichte gibt es noch zu erzählen, und zwar die der 21 Come to You Racing, die den Abflug hatte im ersten Training heute Morgen. Die sind rausgefahren auf ihre erste gezeitete Runde und in dem Moment gab die rote Flagge. Man hat so lange gebraucht, um das Auto zu reparieren von heute Morgen. Und just in dem Moment, wo man das Auto dann fahrbereit hatte, ist dann eben das Schwesterfahrzeug mit der 12 an derselben Stelle sehr, sehr ähnlich abgeflogen. Ärgerlich da, dass man halt eigentlich gar keine Testmöglichkeit hatte. Denn heute Morgen war es, glaube ich, direkt in der ersten Runde oder in der zweiten Runde. Und jetzt war es auch nicht viel, viel besser. Schade hier. Ja, wir sehen noch mal so ein bisschen die Highlights vom Pre-Qualifying von den 54 Autos, die genannt haben. Wie immer auch im letzten Jahr imposante Bilder, die uns SRO Television hier liefert bei bestem Wetter. Es wird morgen früh absolut spannend. Wir sagen, Sebastian Lohr, Wolfgang Rabinjok, ja, kurze Pause. Wir hören uns wieder um 16.25 Uhr bei der GT4 European Series. Also bis gleich.